Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier im schönen Fokus mal wieder, denn wir haben hier die Höhlen-Cheron-Quest. Nein, Höhlen-Heroen. Ja, gar keine Ahnung, wie das heißt oder wie man es ausspricht. Und wir müssen nur abgeben, deshalb dachte ich, fangen wir mal an. Ich finde das Part ja auch erwähnt. Wir können auch gleich mal zum Händler gehen, oder also zum Schmied, weil er direkt daneben ist. Und hallo Person. Wow, das ist richtig gelohnt, für 2000 Drachen wieder zurückzureisen. Okay, erstmal Schmutzverkauf. Schmutzverkauf ist wichtiger. Die Waffen zwar crafte ich alle, weil die mir noch Zeug bringen. Hier war nichts Interessantes dabei, glaube ich. Kriege ich hier noch was anderes außer Leder und Eisen? Ne, das habe ich ja bald schon zuhauf. Warte, der Abtätergürtel war, glaube ich, ganz gut. Okay, wir müssen erstmal gucken, ob wir noch was Gutes haben. Das ist das Wichtigste. Ich habe schon. Stimmt, ich habe die Stele eingesammelt. Ich bin echt gelevelt. Ich habe die Stele. So, Rüstung sind alle eher meh. Gesamtrüstungswert hat die halt drauf und das ist halt echt gut. Der hier ist besser, macht weniger Kriegerschaden, was ich schade finde. Aber auch sonst sind. Also, ich glaube, den hier benutze ich einfach mal, weil. Das hier macht. Ah, mache ich kritischer Schaden bei niedriger Gesundheit, aber ja, wenn ich niedrige Gesundheit habe, dann kämpfe ich eigentlich nicht mehr. Ich nehme das hier mal, da mache ich dann 3% weniger Schaden, aber ich habe dann halt Gift- und Brandeffektivität und Antatschaden. Und ich würde sagen, dann den Rest, den werde ich einfach wegschmeißen. Ich habe 1000 Bögen, ne? Habe ich eigentlich einen besseren hier schon mittlerweile? Also einer, der halt richtig gut ist. Der hier wäre optional ganz gut. Der macht weniger Attat-Schaden, aber naja. Kann sein, dass sie diese Dinge halt wirklich nur auf die Skillpunkte raufschlagen. Ich weiß es nicht. So. Da, was habe ich denn da? Ich habe doch gerade hier alles angeguckt. Dann hier unten ist noch ein Büchlein. So. Dann kann ich jetzt aber verkaufen. So, ihr seid alle Schmutz. Weg damit. Ich glaube, die Dinge verkaufe ich noch nicht, weil vielleicht brauche ich die noch. Ich habe mir nicht gemerkt. Also hier habe ich mir, glaube ich, gar nicht angeguckt. Und klar, ich könnte auch noch alles gravieren, das würde wahrscheinlich auch echt gut sein, aber habe ich nicht so Lust zu. Oder ich versuche mal was zu gravieren. So, was haben wir denn gerade an? Unseren Rock, ne? Gesamtrüstung seit 18% kann ich auch mehr drauf machen. Weil das wäre eigentlich schon cool. Kostet das denn viel? Habe ich denn irgendwie einen guten Gegenstand, wo es sich auch lohnt, den ich halt nicht gleich wieder ein so verbrenne? Ja, dich kann ich benutzen. Ich bin doch gelevelt. Stabschaden. Kann ich da nochmal irgendwie Kriegerschaden raufhauen? Kritischer Schaden, Antatschaden, 6%. Nö. Schade. Aber ich könnte was anderes raufhauen. Also man kann anscheinend immer nur die gleichen Sachen drauf machen. Ich würde sagen. Feuerschaden oder Höchstleistungsschaden? Höchstleistungskills benutze ich eigentlich nicht, wenn das ist ein Attentat, aber es zählt glaube ich auch dazu. Bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, ich mach mal Feuerschaden auf, weil wieso nicht? Es kostet halt echt nicht viel. Und von diesen komischen kostbaren Edelsteinen haben wir halt auch echt viele. Hätte vielleicht nicht auf den Stab machen sollen, weil ich den doch sowieso... Ah ne, ich hab's ja auf den richtigen gemacht. Stimmt, ich war klug. Ich habe den Schlangenstab benutzt. So, das haben wir verbessert. Also wir könnten alles verbessern, aber ich sehe den Sinn nicht, weil das kommt sowieso bald alles weg. Da sehe ich mich eher, dass ich das dann später mache und dafür dann halt dann richtig gut alles habe. Also dass ich dann richtig gute Endsachen habe. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur dumm. So, kann ich Schildbrecher machen? Nee. Ich verstehe nicht, wieso kann ich die auf Stufe 3 schon machen und die hier nicht? Was warst du? Höchstleistungsangriffe, extrem stark. Aha. Ach, das sind Höchstleistungsangriffe und die anderen sind gar keine. Okay. RB und RT gleichzeitig gedrückt. Der ist auch nicht schlecht eigentlich. Höchstleistungsschuss könnte ich auch mal machen. Oder ich mache Feuerschaden noch ein bisschen höher. Macht halt nur 10 Sekunden mehr. Und das ist irgendein Skill, den ich nicht fühle. Also Skills, weiß ich nicht. Ich komme damit wahrscheinlich klar, dass wollte ja das mal machen, dass ich dann das zweite Set auffülle, aber dafür bin ich glaube ich zu blöd. Wir können unser Bogenmist machen. Was haben wir denn? Ach, das waren stumpfe Pfeile, ne? Ich glaube, ich hole mir auch mal das hier.
Okay. Kampfunfähig machen? Ich kann auch noch Brand- und Giftpfeile machen. Ich habe noch einen, stimmt. Ich hab ja, bin ja gelevelt und habe das Zeug gemacht. Tierfreund kann ich auch noch machen, aber weiß ich nicht. Was kann ich als letztes machen? Okay, das ist cool. Okay, ich glaube, ich habe Spaß gefunden. Wie mache ich die? Kann ich die einfach auswählen? Hier. Okay. Die muss ich herstellen. Okay, brauche ich jeweils Holz für. Aber das ist nicht so viel, ne? Kann ich die auch herstellen? Das ist ja dumm. Aber ich kann das jetzt automatisch machen. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe? Also eine vierte Pfeiler, die ich dann nicht habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt Feuerpfeile, Giftpfeile, Betäubungspfeile. Mal gucken, ob ich die für was Sinnvolles benutze oder ob ich die komplett ignoriere. So. Wir haben Malus nicht erobert. Ich habe es doch schon, ich habe es gleich wieder zurückerobert. Bin mir nicht sicher. So, ich habe gesagt, im nächsten Part gucken wir uns mal Athen weiter an, weil hier waren ja keine Quests mehr. Also doch, hier, das hier war noch. Und ansonsten haben wir da halt noch Sachen, mach Sachen. Das sind, glaube ich, die drei hier. So, und dann kann ich jetzt noch... Ach, zu ihm kann ich auch noch kurz reisen. Dann machen wir diesen Part erstmal so gefühlt die Hälfte. Erstmal rumreisen in Orte, wo wir schon waren und dann so Quests abschließen, die wir aktuell noch haben. Oder ist nicht abschließen, aber ist so eine Teilstufe bei dem Typen. Sachen angucken und ihm mal sagen, wie es war. Und hier werde ich auch nicht lügen, weil wieso denn? Ich erkenne deine Schritte. Willkommen zurück. Klar, kannst du natürlich nur einmal. Hab die Statue von der Athena gesehen. Dass ich bei der Statue der Athena auf der Akropolis war. Wäre ich nur dort gewesen, um ihre Präsenz zu spüren, würdest du sie mir bitte beschreiben? Wenn Athen eine Stadt der Statuen ist, dann ist Athena ihre Beschützerin. Sie steht hoch über allem und wacht über die Stadt. Ja, und sie steht dort nicht nur und wacht über Athen, sondern sie dient auch als Mahnmal für das Leid dieser armen Leute während der Invasion. Jetzt bist du dran zu erzählen. Du sagtest, ein Mann wollte dich ermorden? Der Mann, der sich erhob, um den Tyrann Xerxes zu töten, hieß Dareios. Er gehörte einer neuen Bruderschaft von Mördern an, wie Persien sie noch nicht gekannt hat. Er wurde auch angeheuert, um mich zu töten. Ein Königsmörder soll einen einfachen Blinden töten? Warum? Ich habe dein Interesse geweckt, oder? Erzähl noch eine Geschichte, dann tue ich das auch. Okay. Ich werde Geschichten. Sobald du ja, Schnauze. Den Bruderschaftsmord-Ding da ist, glaube ich, gemeint. Ja, Assassin. Ja, das wollte ich sagen. So, wir haben jetzt noch Cleons Auftrag. Ich kann gleich mal machen. Beziehungsweise abschließen. Da vorne muss ich hin. Oh. Perikles, Vater der Demokratie. Ja, den würde ich gerne töten. Ich würde es hier gerne erobern für Sparta. Ich weiß nicht, ob es geht. Das wäre cool. Es ist so lächerlich. Hallo, Herr Cleon. Ist das hier Cleons Villa oder ist es einfach nur Athen hier? Okay, geht's leider nicht lang. Ich dachte, er will so ein Haus nochmal durchlaufen können, wie manche andere Charaktere, aber der kann sich anscheinend nicht leisten. Ich glaube, ich war ja schon mal. Warum liegst du da so rum? Ja, du siehst normal aus. Mit deinem Sack. Hast du den Beweis, um den ich dich bat? Das könnte dich interessieren. Ich nahm es dem Befehlshaber ab, nachdem er tot war. Weißt du, worum es da geht? Wie meinst du das? Deine Reaktion verriet dich.
Ja, der Mann, der hier erwähnt wird, hatte einen wichtigen Auftrag für Athen. Warum Mytilene? Warum nur wollte der Bote nach Mytilene? Er sollte helfen, dort Vorräte an das Volk zu verteilen, um ihnen gegen ihre Unterdrücker beizustehen. Wer ist dieser Bote? Was bedeutet dir dieser Mann? Du siehst besorgt aus. Er war nur ein Gehilfe, aber seine Mission war sehr wichtig. Okay, wie du willst. Ich hoffe, damit ist bewiesen, dass man mir so etwas anvertrauen kann. Es beweist deine Tatkraft, ja. Vertrauen? Du hast den Brief gelesen. Ich musste sicherstellen, dass er als Beweis reicht. Habe ich nicht. Es hätte alles sein können. Ein guter Einwand. Und deswegen habe ich noch einen. Ach, nö. Du musst meinen Boten Hermos finden. Okay. Ist das der Bote aus dieser Nachricht? Ja, es ist unerlässlich, dass Hermos befreit wird und das Schiff erreicht, das ich bereitstellen ließ. Wo liegt das Schiff? Wo ist das Schiff, zu dem ich ihn bringen soll? Es ist sicherer, wenn du es nicht weißt. Sobald du ihn findest, sagt er es dir. Ich weiß doch, wo das Schiff ist. Erzähl mir mehr über deinen Boten. Er ist nicht von Bedeutung, seine Mission umso mehr. Finde ihn, damit er sie beenden kann. Um welche Mission handelt es sich? Je weniger das Wissen, desto besser. Es reicht, wenn du weißt, dass sie wichtig für die Zukunft Athens ist. Wo soll ich nach Hermos suchen? Wenn die Spartaner ihn haben, ist er im alten Steinbruch. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass dort all ihre Gefangenen sind. Okay. Sei unbesorgt. Ich werde ihn zu deinem Schiff bringen. Ich weiß so, wo sein Schiff ist. Habe ich hier auch gleich aktiv? Wahrscheinlich nicht, ne? Stillstand. Nee, ich muss hier hingehen und dann... Marmorsteinbruch des Penteklion. Wo war denn der? Hier, ne? Ja. Zum Glück haben wir das schon gemacht, also waren da schon. Darf ich einfach auf die Mauer gehen eigentlich? Ich hoffe doch. Da krieg ich gleich wieder ein Kopfgeld. Hallo Freunde. Tschüss Freunde. Die muss ich auch denken, was ist das für ein Spasti? Hallo. Gib Pferd. Danke Pferd. Lasst uns Cleon retten. Ne, nicht Cleon retten. Hermos? Hermos? Irgendwie so. Cleon ist der Auftraggeber, Freddy. Nicht verwechseln. Das sind zwei unterschiedliche Personen. Ihr lebt aber wieder, oder? Der Bote. Er wird in diesem Lager gefangen gehalten. Okay. Da ist auch noch ein Typ. Interessant. Aber ich glaube, die kann ich einfach töten, ohne dass es auffällt, weil das sind ja Spartaner und wir sind hier in Athen. In Athen, in Athen. Oder Attika, eher gesagt. Und denen kann es ja egal sein. Ob ich hier Spartaner links und rechts schlachte oder nicht. Oder es zählt als Mord, weil es irgendwelche Bauern sehen. Obwohl, haben die das letzte Mal nicht irgendwie gesagt? Oder haben die. Bin ich nicht auffällig geworden, weil ich in diesem Spannbuch Spartaner getötet habe? Die Besatzungsmacht? Und ich mich darüber aufgeregt habe, dass sie mich dann praktisch melden würden? Jo. Sieht nicht gut aus, Freund. Schön ins Auge geschossen, den Penner. War nicht mal sein Auge wahrscheinlich. Anscheinend komme ich zu spät für Hermos.
Leons Bote war nicht der einzige Gefangene. Vielleicht kann ich ja wenigstens denen helfen. Das ist seltsam. Das ist wahrlich seltsam, mein Freund. Das ist so dumm. Er befreit den Schiffsführer. Wo ist Schiffsführer? Ach, da unten, okay. Okay, ihr macht da wieder Krieg, ist mir egal eigentlich. Das heißt, ich kann hier eigentlich alle Leute töten, die mir im Weg rumstehen. Okay, hier sind wieder alle da, das finde ich ein bisschen schade, aber gut, es ist auch ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Noch jemand, der Hilfe braucht? Noch, ich muss ihn aufheben. Meine Beine, du wirst mich tragen müssen. Ich bin getarnt. Ob man mich sehen könnte, ich weiß es nicht. Ich muss ihn gedrückt halten, um ihn aufzuheben. Nicht einfach nur Y drücken. So, aus dem Steinbruch 3. Ich glaube, der schnellste Weg wäre einfach hier links raus. Von ist ein Kopfjäger, aber wir haben zum Glück keine Verbrechen begangen in letzter Zeit. Dass er uns auf den Sauer wäre. Reicht das schon oder muss ich ihn wirklich weit rausbringen? Okay, es reicht noch nicht. Ich hoffe, das Spiel sagt mir, wenn es reicht. Dorf am Pentaglion. Achso, ja, jetzt kann ich. Nicht mehr reden. Hab Dank. Ich muss zu meinem Schiff. Ich bezahle dich gut. Was für ein Schiff? Du hast ein Schiff? Ja. Ich kam an Land, um einen Verbündeten zu treffen. Er genießt die spartanische Gastfreundschaft am Ende eines Stricks. Heremos? Ich kam her, um ihn zu retten. Wir können die Mission beenden, wenn du mir hilfst. Ich finde, schon passt gar nichts mehr. Er sieht irgendwie so alt und schon weiß am Kopf aus. Also weiße Haare, graue Haare. Und er hat sich ja wieder ein 10-jähriger Bursche. Nein, nicht 10, aber halt so. Frühe 20er oder so. Spartanische Patrouillen könnten uns jeden Moment finden. Du hast recht. Wir müssen zu meinem Schiff. Okay. Ich bring dich zu deinem Schiff. Zeig mir einfach nur die Richtung. An der Küste. Südlich des Strandes von Marathon. Ist halt doch nicht Cleons Schiff? Das Schiff so wichtig. Es ist nicht das Schiff, sondern die Fracht. Sie muss ihr Ziel erreichen. Was hat es denn geladen? Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Doch das sage ich dir lieber nicht. Wieso nicht? Glaub mir einfach. Was wir tun, dient der Sicherheit und der Zukunft von Athen. Die Mission muss Erfolg haben. Ella, meine Bezahlung hängt davon ab. Also glaub mir, das wird sie. Okay. Also von dem Holz haben wir mittlerweile auch echt schon mehr als nur, wir haben 2000. Klar, fürs Upgraden brauchen wir wahrscheinlich auch noch richtig viel. Vom Schiff, ich kann mal gucken. Kann ich was am Schiff verbessern, was mir irgendwas richtig krass was bringt? Also klar, ich kann alles verbessern, glaube ich. Geldtechnisch ist ja auch kein Problem. Schiffszustand ist natürlich auch gut. Panzerung. Das kostet eigentlich die Welt. Ich glaube, ich kaufe mir das hier einmal. Schadensreduktion und Deckung. Rammsporn finde ich so cool. Pfeile finde ich immer ganz gut. Kostet 11.000, kaufen wir auch mal. Okay, ich nehme alles zurück. Wir brauchen richtig viel Holz noch. Ich habe jetzt nur 600. Allein das hat irgendwie schon 1.400 gezogen. Ich sollte mich darüber beschweren, dass ich so viel Holz finde oder so viel Holz habe. Ich brauche es nämlich einfach. Okay, ist das ein Schiff? Keine Ahnung. Ja, zu viel. Doch, scheint Cleons Schiff. Also ist in der Nähe von Cleons Schiff auf jeden Fall. Deine Quest will ich nicht mehr, weil es sind Daily Quests und Daily Quests sind Schmutz, wie wir alle wissen. Okay. Blöde Mistviecher. Da ist noch Holz. Ehre.
Okay, gut, dass der Bahn noch ein bisschen nach hinten schlägt. Ansonsten hätte ich es richtig auf die Fresse bekommen. So, komm mal her, Pferdchen. Stimmt, ich muss ja sowieso aufheben. Überziehen wir ein bisschen. Wir hoffen, dass wir hier irgendwie hoch können. Sag ja, oh ja, nein. Ich find's gut, ich stehe schon oben und dann reiche ich einfach wieder runter, weil das Spiel denkt so, ja geil. Da wollte ich bestimmt hin. Also klettern ist so ein bisschen Steigung mit dem Pferd, ist halt schon ein bisschen kritisch, muss ich gestehen. Ist das mein Schiff? Warum ist die Adrastea hier? Ist das die Adrastea? Ja, warum? Ich bin mit der Adrastea doch hier vor Anker gegangen, oder nicht? Deiner Mannschaft erging es ebenso wie dir. Ich werfe Heremus nicht vor, dass er uns verriet. Denen aus Sparta fehlt jedes Mitgefühl. Bleib hier. Ich töte die Spartaner, zerstöre ihre Schiffe und befreie deine Leute. Okay. Meister des Stabes, Ehre. Also ich muss sagen, ich fühl den Stab halt echt krass. Hallo Freunde. Ach, wahrscheinlich ist mein Adrastea hier wegen der Quest, dass ich die Spartanerschiffe zerstören soll. Ich glaube, ich mache eine Schnellreise dahin. Ich glaube, es geht schneller. Ach, kann ich nicht, geil. Huhu, ist hier ein kleines Boot? Ja, da hinten wäre eins, aber ich glaube, es ist einfach schneller, wenn ich einfach von hier aus hinschwimme. Sieht man Schiffe so anders aus durch die Panzerung, die ich gekauft habe? Ich bin mir nicht sicher. Also wenn, dann wüsste ich nicht wie. Hab mir mal in Black Flag und sowas gut gefallen, dass man halt die Panzerung von seinem Schiff auch gesehen hat. Am Ende fährt man halt mit so einem richtigen Panzerschiff fast schon rum. Also über Metallplatten sowas. Blöde Frage, aber diese Löcher da für die Ruder sind ja echt klein, die Ruder sind echt groß. Wie haben die das gemacht? Die Schiffe der... das Schiff der Spartaner, nicht die Schiffe. Okay, ich bin verstehen. Okay, dann entern wir nochmal schnell. Ich hatte gerade, ich soll da irgendeinen bestimmten anschießen. Aber es war einfach nur... Vogli. Wie heißt der Vogel nochmal? Ah, ich habe seinen Namen vergessen. Ikaros. Das ist einer von meinen Jungs. War kurz verwirrt. Okay, hast du gut gemacht. Was wollte ich gerade tun? Okay, den muss ich gar nicht so runtertreten. Der wird doch runtergeprügelt einfach. Gibt's hier noch irgendwas für mich? Zu looten? Sieht gerade nicht so aus. Anscheinend nicht. Schade. Ganz schön großes Schiff, ne? Du bist ganz schön groß. Hä? Was wollt ihr denn von mir?
Ich verstehe dieses Spiel nicht. Einfach mal beide getroffen, Ehre. So, das wird ein längerer Part, weil ich die noch alle mal looten muss. Das war nicht mein Ziel, dass ich hier ins Wasser springe. Das ist gut, dass meine spartanischen Leute die anderen spartanischen Leute verprügeln. Oh, ich kann blocken. Gut, dass ich das jetzt schon raushöre nach irgendwie 20.000 Stunden Spielzeit. Natürlich muss der Typ hier im Weg stehen, dass ich ihn nicht runtertreten kann. Okay, der ist weggejietet. Kann ich das looten? Ja, ist blöd, dass ich die ganze Besatzung erst töten muss, um zu looten. Das Schiff schon wieder ein bisschen hergestellt. Eigentlich will ich ja nur noch die Quest schnell abschließen. Aber egal. So, ein bisschen Loot. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes. Ja, Schnauze, ich wollte gar nicht mit dir reden. Ich war aber nur hier. Nein! Kommando übernehmen. Okay, wir sind wieder voll, sehe ich gerade. Würde ich sagen, fahren wir einfach direkt zum... Also das ist doch schon wieder zum Kotzen. Ich habe den keinmal angeschossen, also... Oder die sollten halt merken, dass es, wenn ich die angeschossen habe, einfach das Gefecht war. Kann mir jemand passieren. Und ja, auf jeden Fall, das soll ich nicht. Ist das echt nervig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Anlegen, oder? Wir können hier dann unseren Quatsch ablegen, wenn wir da sowieso parken. Lagern. Wir haben noch bestimmt noch welche Gegenstände, die ich ablegen will. Zum Beispiel das hier oder das hier oder das war's. Es ist echt blöd, dass hier der Steg kaputt ist. Und das Cleons Schiff. Kann ich eigentlich looten? Wenn ich wusste, wer das hier ist. Wo Phobos? Da Phobos. Hallo Phobos. Wenn das hin, kann ich immer noch entern, aber ey, ich will es halt nicht entern. Macht gar keinen Spaß. Also ich glaube, am Ende war es dann in Black Flag und sowas auch nervig, aber finde ich es halt immer noch cooler als hier. Kanonen ist halt immer noch was Cooles als hier blöd mit Pfeilen auf dem Boot schieben. Bitte nicht mich töten. Ich wollte euch nicht angreifen. Hallo Freund. Du hast Athen einen großen Dienst erwiesen. Bei meiner Rückkehr werde ich das lobend erwähnen. Nun, du sagtest was von Bezahlung. Mehr als das. Du hast dir die Gunst einiger wichtiger Personen verdient, wenn sie erfahren, was du getan hast.
Okay. Beziehungen schaden ja bekanntlich nur dem, der sie nicht hat. So wie es derzeit in der Welt läuft, brauchst du sie mehr denn je. Wie meinst du das? Ich habe genug gesagt und mein Schiff wartet. Vielen Dank, Söldnerin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Okay. Er hat länger gedauert, als ich dachte. Ich würde sagen, im nächsten Part... wäre lustig, wenn es einfach gleich versenkt werden würde. Machen wir weiter mit den Aufgaben für Perikles. Okay, wir müssen sie noch zurück zu Kleon. Das heißt, ich porte hier schon mal hin. Im nächsten Part machen wir dann die Kleon-Quest fertig und wir machen diese drei oder ich glaube es waren drei Quests für Perikles in Athen direkt, weil irgendwelche Leute, ich glaube, retten, aus der Stadt bringen, wahrscheinlich verprügeln oder sowas. Aber egal. Naja, ich würde erstmal sagen, ich hoffe es gefallen, Leute, bis zum nächsten Mal. Hau rein, ciao.